So, das sind jetzt alle Teile und jetzt geht's ab zur Geschichte. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Pivot TV. Wir sind jetzt hier bei der Firma Acme, dem Pulverer unseres Vertrauens. Und jetzt werden wir mal sehen, wie die ganzen Sachen von schlechtem Zustand in einen wunderschönen versetzt werden. Das ist der Benno und der erklärt uns jetzt mal, wie geht das jetzt weiter mit den Teilen. Ja, du hast uns ja jetzt das Motorrad komplett gebracht in Teilen. Es geht jetzt so los, dass wir die Sachen jetzt erstmal begutachten. Wir haben ja schon mal zusammen drüber geguckt. Jetzt müssen wir einige Teile noch ein bisschen entfetten, noch ein bisschen vorreinigen, bevor es dann in die Strahlkabine geht. Müssen wir halt auch noch empfindliche Stellen, sprich Lagersitze, Passungssitze, alle Stellen, die halt empfindlich sind, schützen. Bei den Motorteilen vor allen Dingen. Das ist halt extrem viel Feinarbeit, Abklebearbeit. Ja. Und erst wenn das passiert ist, gehen die Sachen in die Strahlkabine, werden dann komplett vom alten Lack und vom alten Dreck befreit. Und wenn die dann metallisch blank sind, sauber sind, dann wird das alte Klebeband, das kaputt gestrahlte Klebeband, sage ich jetzt mal, wird dann entfernt. Alles wird nochmal gereinigt. Ja. Dann wird wirklich das saubere Teil haben. Und das geht dann rüber zum Pulvern, wird dann im Prinzip die Farbe aufgetragen und danach in den Ofen eingebrannt. Zum Thema Fahrgestellnummer müssen wir ja auch noch was sagen, ne? Fahrgestellnummer ist insofern interessant, weil man eben auch, wenn man nicht aufpasst, die Fahrgestellnummer wegstrahlen kann. Genau. Da muss man dann natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und quasi aufpassen, dass man nur den Lack entfernt, der da drüber liegt. Also ganz vorsichtig nur. Vorsichtig anstrahlen, damit der Lack weg ist, aber nicht mehr. Weil sonst hat man natürlich ein unwiderrufliches Problem. Einen toten Rahmen. Einen toten Rahmen, dem kann man im Prinzip dann nur noch entsorgen. Ne? Genau. Dann würde ich sagen, da legen wir mal los und gleich geht's weiter. Wie ihr gesehen habt, habe ich gerade den Rahmen komplett entlackt, also gesandstrahlt. Danach wurde der von mir komplett entstaubt, also abgeblasen mit Druckluft. Dann wurde von mir ein Primer aufgetragen, eine Art Rostschutzgrundierung, wenn man so will. Also jetzt hängt er hier quasi vorbereitet vor mir und wartet auf das frische neue Pulver. Der Kunde hat sich einen Rahlton ausgesucht, der dem Original entspricht. Ja, und im Prinzip können wir jetzt loslegen und die Farbe auftragen. Der Vorteil bei der Pulverbeschichtung ist bei so einer Geometrie, die so ein Motorradrahmen hat, dass durch die Elektrostatik sich das Pulver auch in die kleinsten Ritzen reinzieht, sodass man wirklich auch hochwertigen Rostschutz hat, was ja beim Motorradrahmen, der langlebig beschichtet werden soll, dann auch von Vorteil ist. So, das dauert jetzt noch ein bisschen, ungefähr knapp eine halbe Stunde, bis der Rahmen dann einmal mal sauber aus dem Ofen kommt. Und dann schauen wir uns das mal an gleich. Musik
Der Rahmen ist raus aus dem Ofen und hängt da und sieht ja schon mal mega geil aus. Benno, bleibt der jetzt so oder kommt da noch was drauf? Theoretisch könnte man das jetzt so lassen. Also ist ausreichend geschützt. Grundierung, Farbe ist drauf. Der Kunde hat allerdings jetzt nochmal einen Hochglanz gewünscht. Mhm. Das heißt jetzt für uns, wir müssen den nochmal pulvern und zwar mit einer Versiegelungsschicht. Der Rahmen wird dann erstmal in einem Weiß erscheinen. Das Pulver ist weiß, ne, und glänzt dann nachher im Prinzip wie eine Klarlackschicht beim Lackieren. Wenn es aus dem Ofen rauskommt, ist er im Prinzip hochglänzend. Die Farbe erstrahlt nochmal in einem höheren Glanz, sage also, ich mal, weil man mehr Tiefe, mehr Farbtiefe hat und letztendlich nochmal A, ein besserer Schutz, weil eine zusätzliche Versiegelung und B, eine edlere Optik. Mhm. Du musst jetzt dann noch die anderen Teile machen und natürlich auch die Motorteile. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn alles fertig ist. Mhm. Und dann geht es dann bei uns im Laden weiter und dann bauen wir den ganzen Apparat wieder zusammen. Dann schön dranbleiben und bis zur nächsten Folge.